Nerdspace. Die Zahl des Schachbretts hat natürlich mit der Geschichte des Schachbretts zu tun, die ja sehr berühmt ist und die es in verschiedenen Versionen gibt. Und ich werde mir erlauben, eine dieser Versionen zu erzählen. Keine davon ist wirklich authentisch, weil sie sind alle überliefert aus dem arabischen Raum, aber in Wirklichkeit spielt die Geschichte des Schachbretts ja in Indien. Sie spielt in Indien und handelt von einem indischen Prinzen, einem Maharaja. Und dieser indische Prinz war unfassbar verliebt in eine junge Frau, aber er wusste nicht, kann er sie heiraten, kann er sie nicht heiraten, ist sie vielleicht nicht standesgemäß oder wird er vielleicht ihr nicht alles das liefern, was notwendig ist. Er war eine Art Hamlet, ein indischer Hamlet, er konnte es nicht. Und was sollte er mit seiner indischen Ophelia tun? Er war dessen völlig unsicher und in dieser Unsicherheit war er auch untätig. Und ein Prinz, ein Regent eines Landes, der untätig ist, der schadet dem Land. Das wissen Sie ja. Also wenn man nicht richtig Aktionen setzt, wachsen Schuldenberge. Man muss tätig werden. Aber der Prinz wollte nicht, weil er hat immer nur an diese feine Frau gedacht. Und die Minister des Prinzen sind langsam unruhig geworden und haben sich gedacht, wir müssen doch für dieses Land etwas tun, weil das Land verkommt ja bei diesem Hamlet. Und einer dieser Minister, ein sehr kluger, hat das gemacht, was man auch in Österreich immer macht. Man versucht, einen Experten zu finden. Also, aber er war wirklich sehr klug. Er wusste, es gibt in den fernen Bergen, dort oben, einen weisen, weisen Mann. Und dieser weise Mann hat schon alle Probleme gelöst, die man ihm gestellt hatte. Und dieses schwere Problem, wie man den Prinzen wieder dazu bringt, dass er seine Regentschaft ernst nimmt, dieses Problem sollte auch dieser weise Mann lösen, also ist eine Delegation zu ihm hingegangen, haben ihm das Problem erklärt und der weise Mann ist von den Bergen herabgekommen in das Land des Maharaja und hat mitgenommen, also zum Prinzen vorgeladen wurde, ein eigenartiges Ding, ein quadratisches Brett. Und dieses quadratische Brett war bestückt mit kleinen Quadraten, 64 Felder, 8x8 Felder, 32 davon schwarz, 32 davon weiß, immer schön abwechselnd. Und auf dieses wunderschöne Feld, da hat der weise Mann gesagt, schau Prinz, das ist eigentlich die Welt, aber die Welt, so wie wir sie uns am einfachsten vorstellen, nämlich mathematisch, schön geordnet, in Quadrate. Und in dieser Welt, da regiert natürlich ein König, jedenfalls in einem Land dieser Welt. Aber mein Prinz, ein König kann doch nicht allein regieren. Wenn ein König allein regierte, würde er verhungern. Er braucht ja Leute, die ihm untertan sind und die ihm dafür sorgen, dass das Land fruchtbar und reich ist. Also er braucht Bauern. Also zeigt er ihm, es gibt 8 Bauern. Es gibt 8 weiße Bauern und 8 schwarze Bauern, genauso wie es einen weißen und einen schwarzen König gibt. Ja, das Land braucht auch Verteidigung, es braucht also diese Türme, das sind gleichsam die Soldaten, die das Land beschützen. Das Land braucht Händler, die überall hinreisen können und die verschiedensten, eigenartigsten Sprünge machen können von einem Feld zum anderen. Es braucht also diese Rössel. Und das Land braucht natürlich Minister, Berater, Bischöfe, sagten dann die Engländer dazu, das ist der Bishop im Englischen, das ist also der Läufer. Aber am wichtigsten, damit der König wirklich gut regieren kann, braucht er natürlich eine Dame. Ah, der Prinz hört auf. Eine Dame. Genau das ist mein Problem. Ja, aber das alles muss zusammenarbeiten, das muss zusammenwirken. Ja, wie wirkt das zusammen? Und der weise Mann erklärt ihm, man muss jetzt diese Figuren aufstellen. Und er stellt diese Figuren so auf, wie sie alle kennen am Schachbrett. Also in der vorletzten Reihe hübsch angeordnet die vielen, vielen Bauern, 8 Stück. Und dann das äußerste Ende, die Türme, und dann kommen die Rössel, und dann kommen die Läufer, und in der Mitte die Dame und der König. Und dann klärt dann der weise Mann,
wie dieses Spiel vor sich geht. Es ist ja nur ein Spiel, es ist nur so eine Idee von dem, wie die Welt funktioniert, aber als Spiel. Und er erklärt die Züge, dass man zum Beispiel am Anfang einen Bauern mit zwei Feldern nach vorziehen kann und dann immer nur ein weiteres nach vorziehen kann und der Bauer nur schräg eine fremde Figur, eine Figur der anderen Farbe schlagen darf und dass der Turm nur senkrecht und waagrecht ziehen darf, so die Felder frei sind und das Rössel macht eigenartige Sprünge. Ja, und der Läufer, der zieht schräg. Ja, und die Dame, wie in der wahren Welt, die kann überall hin. Gerade, waagrecht, senkrecht, schräg, überall. Und der König ist lahm. Der geht einfach immer nur ein Feld, jeweils vorwärts und rückwärts. Aber auf diese Figur kommt es natürlich an, denn diesen König kann man Schach setzen. Ja, sogar Schachmatt setzen. Und nachdem dieses Spiel vom Prinzen also verstanden wurde, das der weise Mann erklärt hatte, sagte der weise Mann sofort, nun wollen wir eine Partie versuchen, er gibt dem Prinzen die weißen Figuren, der Prinz darf beginnen. Und der weise Mann, klug wie er ist, lässt diese Partie dem Prinzen gewinnen, dem Prinzen gefällt das natürlich. Darauf sagt der weise Mann aber, Hoheit, ihr müsst mir schon Revanche geben, also noch ein Spiel, das gewinnt natürlich der weise Mann. Darauf sagt der Prinz, jetzt möchte ich aber noch ein Spiel haben, sagt der weise Mann, ja, morgen. Heute Staatsgeschäfte, morgen in der Früh spielen wir wieder. Und das war der Trick. Er hat in gewisser Hinsicht den Prinzen abgelenkt von seinen unnötigen, eigenartigen Vorstellungen, ja oder nein heiraten, dann merkt er ja, wie wichtig die Dame ist. Er kann ja nicht ohne Dame leben. Natürlich heiratet er sie, aber spielen, Schach spielen, das wollte er auch. Und so haben sie immer gespielt. Sie sehen das hier in dieser mittelalterlichen Darstellung. Auf der linken Seite der König, also der Prinz, und auf der anderen Seite der weise Mann, wie sie ihre Figuren ziehen. Immer zwei Partien und dann wird das Land regiert. Und so ist es gelungen, dieses Land wieder aus seinem möglichen Ruin herauszuretten und das Land hat wiederum all das geliefert, was es früher lieferte, vor allem Reis, Reis ohne Ende. Und schließlich und endlich sagt der weise Mann zum Maharaja, mein Prinz, ich habe jetzt eigentlich meine Aufgabe erfüllt und jetzt kann ich doch wieder zurückziehen zu den Bergen. Sagt der Maharaja, ja, du kannst natürlich zurückziehen zu den Bergen, aber ich kann dich nicht ohne Belohnung ziehen lassen. Ich möchte haben, dass du dir etwas wünschst und du kannst dir wünschen, was du möchtest und ich werde es dir liefern. Und da sagt der weise Mann, mein Prinz, dann nehmen wir doch dieses Schachbrett und schauen uns dieses Schachbrett an mit den verschiedenen Feldern und ich will Folgendes tun. Auf das erste Feld gebe ich ein Reiskorn. Und auf das nächste Feld gebe ich doppelt so viel wie auf das vorherige, also zwei Reiskörner. Und auf das nächste Feld doppelt so viel wie auf das vorherige, also vier Reiskörner. Und auf das nächste Feld doppelt so viel wie auf das vorherige, also acht Reiskörner. Und auf das nächste Feld doppelt so viel wie auf das vorherige, also, das dauert schon eine gewisse Zeit, 16 Reiskörner. Und, so sagt der weise Mann, den Reis, den man damit bekommt, den gebt ihr mir. Und der Prinz schaut ihn an und sagt, so wenig? Also das ist doch lächerlich. Also gut, bitte, du bist ein bescheidener Mensch und wenn es halt so wenig sein soll, soll es so wenig sein. Und er lässt einen Diener kommen mit einem Löffel Reis. Und da sehen wir das Schachbrett und wir legen auf die Körner. Und der Diener macht das schön brav, also auf das erste Feld ein Korn, Sie sehen da ein Reiskorn, wie klein es ist, auf einem Fingerkuppe passt es hin und dann kommen zwei auf das nächste und vier auf das nächste, immer doppelt so viel, acht und dann 16 und dann 32 und dann 64 und dann schon 128. Und das Löffel war leer. 128 Reiskörner ist schon ein halber Löffel. Das heißt, ein Löffel Reis, das muss schon das nächste Feld sein. Da ist ein Löffel Reis. Und dann geht es aber weiter. Zwei Löffel Reis, 4, 8, 16, 32, 64, 128 Löffel Reis. Das ist schon ein halber Topf Reis. Also kommt auf das nächste Feld ein ganzer Topf Reis. Und dann geht es aber weiter.
2 Töpfe, 4 Töpfe, 8 Töpfe, 16, 32, 64, 128 Töpfe. Das ist ja schon ein halber Sack. Also ein ganzer Sack Reis auf das nächste Feld. Aber es muss ja weitergehen und langsam begreift der Maharaja, dass das doch ein bisschen mehr ist, als er vermutet hatte. 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128 Säcke Reis, das ist ja schon ein riesiger Ochsenwagen Reis. Ja, einer. Aber jetzt muss er weiterliefern. 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128 Ochsen wegen Reis. Das ist ein halber Reissilo, also ein ganzer Reissilo aufs nächste Feld. Aber ist noch immer nicht zu Ende. Und der Prinz denkt sich, vielleicht schaffe ich es noch. Also am Anfang so locker, Sie kennen das, nicht? Das ist also das Übliche bei den Politikern, am Anfang so locker und dann. Und dann sieht man, wie die Mathematik zuschlägt. Ja? Und am Ende muss der Prinz sagen, es geht sich nicht aus. Und ich weiß auch nicht, wie die Geschichte zu Ende gegangen ist. Und Sie können sich natürlich das selbst erzählen. Entweder hat der weise Mann zum Prinzen gesagt, siehst du, so viele Möglichkeiten gibt es, so riesige Zahlen. So viele Zahlen gibt es auch, die angeben, welche Züge es gibt beim Schachspiel. Es ist unendlich groß. Vielleicht hat er noch etwas Bescheidenheit gelehrt. Oder der Prinz hat gesagt, ja, ja, aber du musst den Reis natürlich mitnehmen. Also wie Sie es auch sehen mögen. Aber was uns interessiert, ist die Zahl. Die Zahl dieses Schachbretts. Wie viel Reis ist insgesamt dann auf dem Schachbrett? Und meine sehr verehrten Damen und Herren, das rechnen wir uns aus, und zwar im Kopf. Und ich zeige Ihnen, wie man sich das ungefähr wirklich gut im Kopf ausrechnen kann. Also die ersten Zahlen kennen wir ja von der ersten Reihe. 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128. Vielleicht ist es bemerkenswert, die ersten zwei, 1 und 2, wenn man die addiert, bekommt man 3. Das ist um 1 weniger als beim nächsten Feld, das ist ja 4. Und wenn ich dann 4 dazugebe, habe ich 3 plus 4, das ist 7. Das ist um 1 weniger als beim nächsten Feld, das ist ja 8. Und diese 7 plus 8 zusammen ergeben 15. Das ist um 1 weniger als beim nächsten Feld, das ist ja 16. Und diese 15 addiert zu 16 ergeben 31 und das ist um 1 weniger als das 32 vom nächsten Feld. Und dann, wenn man addiert 1, 2, 4, 8, 16, 32, bekommen Sie 63 und das ist genau um 1 weniger als beim nächsten Feld, das ist ja 64. Und 64, dass ich auf 128 komme, ja, das ist das Doppelte. Und wenn wir jetzt addieren, 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, dann wissen wir schon, was herauskommt. Es muss herauskommen, das Doppelte von 128, aber um 1 weniger, 255. Ja? Also das nächste Feld ist immer die Summe aller vorigen Felder und 1 dazu. Das heißt, wir wissen, dass beim nächsten Feld 256 Reiskörner hinkommen. Und dann kommen 512. Und dann 1024. Das ist interessant. Also wenn ich 10-mal verdopple, dann habe ich ein bisschen mehr als 1000. Praktisch 1000. Diese zwei Felder schauen wir uns an. Das erste Feld mit 1 und das nach 10-maliger Verdopplung, das ist bei 1024. Man sagt der Mathematik immer nach, sie ist so ganz exakt. Das wollen wir hier nicht sein, wir machen wirkliche Mathematik, wir machen Fehler, aber so, dass wir sie noch halbwegs gut beherrschen. Also 1024, das ist ja ungefähr 1000. Und ich werde mir erlauben, 1000 einfach so zu schreiben, dass ich schreibe ein Einser und dann kommen drei Nullen. Eins und drei Nullen. Also 10 hoch 3, das ist 1 mit 3 Nullen, das ist 1000. Und die 24 lassen wir mal kurz weg. Also im Wesentlichen, wenn wir, und das sehen Sie ja, das ist ja ein Rösselsprung, wenn wir vom Einser das Pferd springen lassen auf das nächste Feld, dann haben wir vertausendfacht. Und jetzt lassen wir das Pferd noch einmal springen aufs nächste Feld. Dann haben wir das tausendfache noch einmal vertausendfacht. Tausend mal tausend,
den 3 Nullen sind jetzt 6 Nullen geworden. Das ist 1 Million. Da sind wir bei 1 Million. Und wir lassen das Rössel weiter springen. Und jetzt kommen wieder 3 Nullen dazu, weil wir vertausendfachen. Das heißt, wir haben hier die Milliarde. Und jetzt lassen wir das Rössel weiter springen, aber das springt es aus dem Feld heraus. Das ist natürlich blöd, da müssen wir es hinten wieder nachlaufen lassen. Ja? Also dorthin. Und dann haben wir wieder vertausendfacht und dann sind wir bei 1 Billion, 12 Nullen. Also 10 Felder sozusagen weiter und wir sind schon bei 1 Billion. Aber wir müssen das Rössel weiterspringen lassen, bis daher. 3 Nullen dazu, das ist 1 Billiarde, 10 hoch 15. Und noch einmal lassen wir das Rössel springen, bis daher, und dann haben wir wieder 3 Nullen dazu, und das ist 1 Trillion. Ein Einser mit 18 Nullen. Das ist 1 Trillion Reiskörner. Und jetzt müssen wir noch 1, 2, 3 Mal verdoppeln. Also 2, 4, 8. Beim letzten Feld sind mindestens also 8 Trillionen Reiskörner. Und wie viel Reis ist es insgesamt? Sie wissen es ja, wieder das Doppelte von dem, aber eins weniger. Also das eins weniger können wir uns verschenken. Also die Gesamtzahl der Reiskörner, die Gesamtzahl aller Reiskörner, sind etwa 16 Trillionen. Und meine Damen und Herren, das haben wir uns im Kopf ausgerechnet. 16 Trillionen. Also ein Einser, ein Sechser und dann 18 Nullen. Riesengroß. Aber Sie werden mir mit Recht sagen, ja, da haben wir doch Fehler gemacht. Das ist richtig. Das ist richtig. Aber die kriegen wir in den Griff. Denn wie groß war denn der Fehler? Wir haben statt 1024 nur 1000 geschrieben. Das heißt, der Fehler war 2,4%. Um 2,4% haben wir weniger geschrieben, wenn wir 1000 schreiben. Also da haben wir den Fehler von 2,4% begangen. Jetzt haben wir aber das Rössel noch einmal springen lassen, kommen noch einmal 2,4% dazu. Jetzt haben wir schon einen Fehler von 4,8%. Noch einmal das Rössel springen lassen, noch einmal 2,4% dazu, haben wir einen Fehler von 7,2%. Noch einmal das Rössel springen lassen, noch einmal 2,4% dazu, ein Fehler von 9,6%. Immer 2,4% dazu, 12%, 2,4% dazu, 14,4%. Also, wir machen es natürlich im Kopf und 14,4% ist für unseren Kopf ein bisschen zu unangenehm. Machen wir halt rund 15%, das ist nicht so schlecht. Also 15% von dem Ergebnis haben wir sozusagen vernachlässigt. Und wissen Sie, was wir machen? Wir werden jetzt zu den 16 Trillionen einfach 15% dazugeben. 15% von 16 ist ja einfach, 10% von 16 ist 1,6 und davon noch die Hälfte dazu ist 0,8, also kommt 2,4 dazu, also 2,4 Trillionen kommen noch dazu. Und jetzt haben wir schon ziemlich genau, wie viele Reiskörner dort sind. 16 plus 2,4, also 18,4 Trillionen Reiskörner. Meine sehr verehrten Damen und Herren, wirklich nur eigentlich im Kopf ausgerechnet. Wirklich nur im Kopf ausgerechnet. Natürlich können Sie es auch mit der Maschine ausrechnen. Also das sind dann 18 Trillionen 446 Billiarden 744 Billionen 73 Milliarden 709 Millionen 551.615 Reiskörner. Aber was das Interessante ist, wie nahe wir der wahren Lösung durch eine einfache Schätzung gekommen sind. Also es ist eine unglaubliche Leistung. Und das ist viel, viel besser, als wenn man es genau ausrechnet. Also es ist viel besser, wenn jemand sagt, das Ergebnis ist ungefähr so 18, ein bisschen mehr, Trillionen Reiskörner, als wenn jemand sagt, ich muss zum Rechner greifen. Ja. Und diese Souveränität des Rechnenkönnens, das haben sogar auch die Inder schon beherrscht. Und Sie werden sich fragen, wie viel Reis ist das? Also im Jahr 2010 hat man ein Tausendstel davon auf der gesamten Erde geerntet. Also wenn Sie diesen Reis auf dem Schachbrett aufteilen würden, auf die ganze Erdoberfläche, Sie würden in Reis Zentimeter tief warten. Und das ist die ganze Geschichte. Und jetzt sind wir eigentlich mit der Geschichte schon fertig.
Aber ein bisschen Zeit geben Sie mir noch, wenn ich darf. Denn Sie wollen ja wissen, was bringt mir diese Geschichte? Oder wie man in der Schule gerne sagt, bitte, wozu brauche ich das? Da haben Sie ganz recht. Obwohl eigentlich die Geschichte schon sehr schön ist. Also für den Prinzen war es schon sehr wichtig, nämlich dass er seine Prinzessin bekommt. Ein Hamlet, der glücklich eine Ophelia erhält. Aber wir, wozu brauchen wir das? Und ich kann es Ihnen sagen, wozu Sie es brauchen, damit Sie reich werden. Und der große Schweizer Mathematiker Jakob Bernoulli hat es uns erklärt, wie das geht. Ohne Arbeit reich werden, mit Arbeit, ich darf Ihnen eine bittere Nachricht mitteilen, mit Arbeit wird man nicht reich. Sie können vielleicht ein angenehmes Leben sich erschaffen mit der Arbeit, aber reich, wirklich reich, wird man mit Arbeit nicht. Man hat die Forbes-Studie untersucht von den 100 Reichsten dieser Welt und hat festgestellt, wie sie reich geworden sind. Und wenn die alle ehrlich waren, dann sind sie nur durch zwei Methoden reich geworden. Glück oder Erbschaft. Und über die dritte Methode, die Polizei interessiert, sprechen wir nicht. Also das ist die Methode, wirklich reich zu werden. Aber wenn wir viel Zeit hätten, und das hat Jakob Bernoulli gezeigt, wenn wir viel Zeit hätten, dann könnten wir das Geld arbeiten lassen, weil das Geld bringt ja Zinsen. Das ist es. Das ist es. Also das war die Idee, die damals Bernoulli, und Sie müssen natürlich zugestehen, er lebte um 1700, da war das Geld noch etwas wert, wo er diese Idee hatte. Das ist tatsächlich der Fall, das muss man sich einmal überlegen. Damals war ja Geld in Münzen, das waren ja keine Scheine. Und weil es in Münzen waren, war diese Münze wirklich das wert, was sie darstellte. Es war dieses Metall. Darum haben die Leute auch bei den Münzen immer ein bisschen etwas an der Seite abgezwackt, damit sie sich sozusagen von dieser Münze etwas abzwicken können. Ein bisschen Reichtum, wenn ich die Münze dann schon weitergeben muss. Also das war wirklich, Geld war Gold. Erst dann ist man draufgekommen, dass man sagt, ich schreibe einen Schein und auf dem Schein steht drauf, das ist so viel, wie wenn es diese Münze wäre. Und auf dem Schein steht eine Unterschrift. Und wenn wir diesen Schein bekommen, dann glauben wir es halt. Das ist bis heute das Geld. Das wird einfach gemacht. Es schreibt jemand einen Schein, eine Zahl drauf, unterschreibt, entweder irgendwie fahrig Duisberg oder ein bisschen kindlich Draghi und schon glauben Sie. Und Sie können das immer gegen Münze einlösen. Früher hat man geglaubt, das ist tatsächlich sozusagen ein Äquivalent. Aber heute kann man sagen, Fiat, es werde Geld. Weil wir vertrauen darauf, dass dieses Geld dann wirklich diesen Wert haben wird. Also es ist in Wirklichkeit sehr viel Vertrauen dahinter. Aber damals um 1700, da war man noch irgendwie davon überzeugt, dass man kein Vertrauen haben muss, sondern schon Sicherheit hat. Und es gibt Zinsen. Sie werden sich fragen, warum muss es denn Zinsen geben? Aber Zinsen hat es immer gegeben, die muss es geben, weil es Zukunft gibt. Eine Welt, in der es keine Zinsen gibt, ist eine Welt, in der es auch keine Zukunft gibt. Deshalb nämlich, weil wenn ich etwas herborge, ich später mehr bekommen möchte, weil ich sage, dadurch machen wir ja beide, ich, der es borgt und der andere, der damit handelt oder investiert, beide einen Gewinn. Und das ist die Idee des Zinsnehmers. Es hat sogar gegeben, bevor es noch Geld gegeben hat, sogar wenn ich Ware hergegeben habe, will ich dann etwas mehr Ware zurückhaben. Also es lebt an der Zeit. Und Jakob Bernoulli hat tatsächlich die Wunderzahl ausgerechnet, auf die es ankommt, um dieses Wachsen des Geldes mit dem Zins zu verstehen. Also wir nehmen an, wir haben eine Goldmünze, einen Dukaten, und wir legen ihn an 10% Zinsen pro Jahr.
Heute würde jemand da einen tiefen Diener machen. Also im Jahr 2006 würde man sagen, das ist ein bisschen wenig. Also wir nehmen an, 10%. Und nun führt Jakob Bernoulli die Rechnung durch und fragt sich, wie vermehrt sich dieser Dukaten? Und er sagt, ich muss einfach nur diesen Dukaten und ein Zehntel dazu, nach einem Jahr habe ich dann 1,1 Dukaten und dann wird das wiederum mit 10% verzinst. Also jetzt muss ich 1,1 hoch 2 nehmen, also 1,1 mit 1,1 multiplizieren. Das ergibt genau 1,21, ich schreibe nur 1,2 dazu und Sie sehen, wie der zweite Dukaten wächst. Und da muss 1,2 wiederum mit 1,1 multipliziert werden. Dann bekommt man 1,3 im nächsten Jahr, so viel Dukaten das nächste Jahr. Und dann 1,1 hoch 4, nach dem vierten Jahr, habe ich schon praktisch einen halben Dukaten dazu begonnen, zu meinem Grundkapital. Und 1,1 hoch 5, das ist schon 1,6, es wächst also, wie man sagt, mit dem Zinseszins, denn ich verzinse ja schon immer das Kapital, das da liegt, immer mit 10%. Und 1,1 hoch 6, also 1,16 mal mit sich multipliziert, ergibt 1,8. Und 1,1 hoch 7, das ergibt ungefähr 2 und darauf kommt es an. Also ich sehe, nach 7 Jahren bei 10% Zinsen ist aus dem einen Dukaten, sind aus dem einen Dukaten 2 Dukaten geworden. Und das ist der entscheidende Punkt. Da habe ich sozusagen einen Dukaten gelegt auf das erste Brett, auf das erste Feld des Schachbretts. Und ich muss 7 Jahre warten und dann kommt auf das zweite Feld des Schachbrettes, kommen 2 Dukaten und dann geht es weiter. 4, 8, 16, 32, Sie wissen schon. Auf dieses 2 kommt es an. Wie lange muss ich warten, bis es sich verdoppelt? Und das nennen wir die Verdopplungszeit. Und die ist bei 10% Zinsen, ich schreibe es irgendwie eigenartig auf, ist es 7 Jahre. Und statt 7 Jahre schreibe ich 7 mal 0,7 mal 10 Jahren. Sie werden sich sagen, dieser Zehner, den hat er sich genommen, weil es 10% Zinsen sind. Das ist nicht ganz richtig, meine sehr verehrten Damen und Herren, sondern ich habe diesen Zehner genommen, weil 100 durch 10 Zehner gibt. Ja. 100, warum 100? 100 kommt vom Procento. Centum ist 100. Sie werden das gleich erkennen, dass es sinnvoll so geschrieben ist, denn stellen wir uns vor, wir leben in der Jetztzeit und bekommen mickrige 1%. Wie lange müssen wir warten? Na, da müssen wir natürlich lange warten. Selbst wenn wir 10 Jahre warten, müssen wir 1,01, wir haben ja nur mein Hundertstel, 10 mal mit sich multiplizieren und dann haben wir 1,10 gerundet. Und wenn wir 20 Jahre warten, haben wir 1,22. Und wenn wir 30 Jahre warten, haben wir 1,35. Und wenn wir 40 Jahre warten, sind wir schon praktisch bei der Hälfte, haben wir 1,49 Dukaten. Nach 50 Jahren haben wir 1,64 Dukaten, nach 60 1,82 Dukaten und nach 69 Jahren haben wir die Verdopplung erreicht. Wir oder unsere Kinder. Ja. Es war auch nur 1%. Und Sie sehen, bei 1% ist die Verdopplungszeit 69 Jahre. Und Sie sehen, wie ich das schreibe jetzt. Ich schreibe das jetzt 0,69 mal 100 Jahren. Und vielleicht wird noch eine Zeit kommen, wo man sagt, na, wir geben ein Promille. Das ist bitter. Für unser Leben. Aber nicht für die Mathematik. Und Bernoulli war ja Mathematiker. Und Bernoulli hat das natürlich auch ausgerechnet, was ist bei einem Promille? Was ist, wenn ich einen Promillezinsen bekomme pro Jahr? Ja, da muss ich lange warten. Selbst nach 100 Jahren habe ich erst 1,105. Und nach 200 Jahren habe ich erst 1,221. Und nach 300 Jahren habe ich erst 1,350. Nach 400 Jahren bin ich schon ziemlich genau bei 1,492. Sie sehen, es kommen ungefähr die gleichen Zahlen heraus. Ich meine, sie immer genauer schreiben, weil wir ja auch da sozusagen die Jahre vermehrt haben. 1,001 hoch 500, also nach 5 Jahren habe ich 1,648, nach 600 Jahren habe ich 1,822, mühsam ernährt sich das Eichhörnchen. Erst nach 693 Jahren
habe ich 2 Dukaten. 693. Also Sie sehen, wie lange Sie warten müssen. Sie sehen auch, wie ich das jetzt aufschreiben werde. Ich sage, wie lautet die Verdopplungszeit? Es ist 0,693 und diesmal mal 1000. Die Verdopplungszeit versuche ich also sozusagen, aus der Verdopplungszeit eine Formel herauszulesen. Das ist der Sinn des Ganzen. Und das stimmt auch tatsächlich. Ich darf Ihnen sagen, es war ungefähr 100 Jahre vor Bernoulli, da hat ein Schweizer Uhrmacher, ein gewisser Jost Bürgi, sich die Arbeit angetan und diese Rechnung durchgeführt bei einem Zehntel Promille Zinsen. Und er hat es wirklich jahrelang durchgerechnet. Er hat nämlich die Zahl 1,0001 dauernd potenziert, immer mit sich multipliziert. Er hat es insgesamt 23.027 Mal gemacht. Eine unfassbare Arbeit. Das Schwierige war, er durfte sich nicht dabei verrechnen. Jeder Rechenfehler hätte sich später ausgewirkt. Aber er war ein Schweizer. Ja, und Uhrmacher. Also er war. Ja. Und er hat sehr langsam und sehr, sehr genau gerechnet. Und diese Zahlen konnte Bernoulli nehmen. Die waren bekannt. Die gab es in sogenannten Logarithmenbüchern. Also, 1,0001 hoch 1000. Wenn Sie 1000 Jahre warten, haben Sie erst ein Zehntel von dem ursprünglichen Dukaten dazu bekommen. Nach 2000 Jahren haben wir 1,2214. Nach 3000 Jahren 1,3498. Nach 4000 Jahren 1,4918. Nach 5000 Jahren 1,6487. Nach 6000 Jahren 1,8221. Und nach 6931 Jahren, da sind wir bei der Verdopplung. Aber worauf es Bernoulli natürlich angekommen ist, da steht immer vor dem mal, wie Sie sich erinnern können, mal 10, mal 100, mal 1000, jetzt mal 10.000, steht immer die gleiche Größe. Vorher war es 0,7, dann war es 0,69, dann war es 0,693, jetzt ist es 0,6931. Also es ist praktisch immer die gleiche Größe. Und das ist die geheimnisvolle Größe, mit der ich die Verdopplungszeit ausrechnen kann. Ich möchte jetzt ausrechnen die Formel für die Verdopplungszeit, wenn ich habe P, und das ist jetzt halt irgendeine Zahl, die Sie einsetzen können, je nachdem, wie Ihre Aktien laufen. P Prozent Zinsen bekommen Sie pro Jahr. Wie lange müssen Sie warten, bis sie sich verdoppelt? Und dann nehmen wir diese Zahl von Bernoulli, 0,6931. Und müssen Sie dividieren durch P Hundertstel. Sie werden sich fragen, wie kommt der auf P Hundertstel? Ja, das liegt ja daran, dass P die Zahl der Prozente ist. Und Prozent ist Procento für 100. Also P Hundertstel ist der eigentliche Bruchteil, der dann in Prozent angegeben wird. Damit Sie sehen, dass es wirklich stimmt, ich schreibe es Ihnen noch einmal auf. Also wenn P gleich 10 ist, ist P Hundertstel 0,1 und nach der Formel hätten wir dann 0,6931 dividiert durch 0,1. Und das dividiert man durch 0,1 einfach dadurch, dass man beim Zähler das Komma um eine Stelle nach rechts rückt. Und Sie bekommen 6,931, also praktisch 7. Und das war ja die Verdopplungszeit, 7 Jahre. Und wenn ich 1% Zinsen habe, müssen wir 0,6931 dividieren durch 0,01. Also bei 0,6931 das Komma um 2 Stellen nach rechts rücken, haben wir 69. Die 3 Eins lassen wir halt weg. Und bei einem Promillzinsen müssen wir 0,6931 dividieren durch 0,001. Das Komma also um 3 Stellen nach rechts rücken, haben wir 693 Jahre. Und tatsächlich bei einem Zehntel Promille kommen wir auf die 6931 Jahre, von denen ich vorher gesprochen hatte. Und Sie sehen auch etwas. Die Formel wird immer genauer, je kleiner dieser Prozentsatz der Zinsen ist. Das war die wesentliche mathematische Erkenntnis, die Bernoulli gefunden hat. Also das ist sozusagen der mathematische Hintergrund. Diese Zahl 0,6931, die gibt mir die Verdopplungszeit an. Doppelt, das heißt das Zweifache. Und weil es das Zweifache ist, nennt man diese Zahl 0,6931 den Logarithmus von 2. Logos ist das Verhältnis und Arithmos ist die Zahl. Also das gibt mir an, sozusagen die Zahl Arithmos, sodass der Logos, das Verhältnis von 1 zu 2 stimmt. Der Logarithmus von 2.
Und 0,6931 durch P Hundertstel, da kann man diesen Bruch, die Leute in der Schule tun, sagen dann, durch den Hunderter unten nehmen und nach oben hinaufschieben oder so etwas, aber wer geschickt ist, sagt, ich erweitere diesen Bruch einfach, also ich multipliziere Zähler und Nenner mit 100, wenn ich den Nenner mit 100 multipliziere, steht im Nenner einfach nur P und im Zähler steht 69,31. Also so können Sie die Verdopplung ausrechnen, wenn das P klein ist. Wenn das P ein bisschen größer ist, stimmt die Formel nur als Faustregel. Und weil sie ohne dies nur eine Faustregel ist, machen wir sie uns einfach. Und das, meine sehr verehrten Damen und Herren, ist die Formel, die Sie bitte mit nach Hause nehmen sollen. Sie ist wirklich wichtig, wenn Sie Kredite aufnehmen, wenn Sie Geld anlegen, wenn Sie irgendetwas vom Prozent hören. Glauben Sie mir, das Prozentrechnen hat nichts mit Addieren, sondern immer nur mit Multiplizieren zu tun. Und es gibt so eine verrückte Plus-Prozent-Taste auf dem Rechner. Das ist gemacht worden von den Teufeln, die einem die Mathematik einfach nur verschleiern wollen. Prozent, man multipliziert mit 1 plus Prozentsatz Hundertstel. Multiplizieren. Und daher kommt es auf die Verdopplungszeit an. Und die Verdopplungszeit sind etwa 70 durch diese Prozentzahl. Und das ist die Formel. Also, wenn ich ins Kaffeehaus gehe im Jahre 2004 und die Melange kostet 2 Euro und ich gehe ins Kaffeehaus im Jahr 2014 und die Melange kostet statt 2 Euro 4 Euro, weiß ich, nach 10 Jahren hat sich jedenfalls beim Kaffee der Preis verdoppelt. Wenn sich nach 10 Jahren verdoppelt hat, weiß ich, die Inflation beim Kaffee jedenfalls betrug 7%. Und da kann das Statistische Zentralamt kommen und mir erklären, es waren nur 3,5%, beim Kaffee stimmte es nicht. Stimmt vielleicht beim Computer, aber ich kaufe mir Kaffee täglich, Computer nicht täglich, aber das ist eine, ja. Also Sie können sich wirklich sozusagen im Kopf schon ausrechnen, ob diese Inflationsraten, die Ihnen mitgeteilt werden, man muss ja immer sehr kritisch sein, sobald Sie das Wort Prozent hören, werden Sie kritisch. Und das ist wirklich die Formel des Lebens, 70 durch die Prozentzahl. Wenn in der Schule irgendetwas in Mathematik den Kindern beigebracht werden soll, dann diese Formel, 70 durch die Prozentzahl. Damit wir die Formel also verstehen, machen wir ein Beispiel. Wir nehmen an, 3,5% Zinsen bekommen wir. Da werden Sie sagen, das ist auch schon viel, das ist richtig, aber ich nehme 3,5%, weil da die Formel für mich leicht ist. Also bei 3,5% Zinsen pro Jahr, was man, wenn man geschickt anlegt, irgendwie noch drinnen hat. 3,5% Zinsen. Nehme ich die Formel und ich dividiere 70 durch 3,5. 70 durch 3,5, naja, 70 durch 7, das ist 10. 70 durch 3,5, das ist das Doppelte. Also ich weiß, die Verdopplungszeit ist, ich habe es im Kopf ausgerechnet, 20 Jahre. Und jetzt möchte ich wissen, wann werde ich reich? Das kann ich Ihnen sagen. Nehmen Sie das Schachbrett. Also legen Sie einen Dukaten auf das erste Feld, warten Sie 20 Jahre, 2 Dukaten auf das nächste Feld. Warten Sie 20 Jahre, 4 Dukaten auf das nächste Feld. Nach 64 mal 20, also nach 1280 Jahren, Sie werden sagen, das ist ja unfassbar lang. Na, so lang ist es auch wieder nicht. Ich meine, da war Europa schon irgendwie zivilisiert. Nach 1280 Jahren haben wir 18 Trillionen Dukaten. Und damit können wir den Staatshaushalt sanieren. Also es besteht schon die Möglichkeit, dass man sagt, warten wir ein bisschen. Und wenn Sie wirklich geschickt sind, vielleicht einen höheren Zinssatz haben, dann werden Sie vielleicht sogar reich. So viel. 18 Trillionen. Nebenbei gesagt, in diesen Geschichten, wo dieser wunderbare Dagobert Duck, ich sage natürlich Dagobert Duck, weil das ist von Erika Fuchs übersetzt worden ins Deutsche mit einer grandiosen Sprache. Und dieser herrliche Dagobert Duck, der hat ja wirklich 18 Trillionen Taler gehabt.
und 16 Kreuzer. Es muss natürlich eine gewisse Voraussetzung geben. Sie müssen einen halbwegs erträglichen Zinssatz haben und Sie brauchen eine Stabilität der Welt. Was haben Sie davon, wenn der Dukaten plötzlich dann nichts mehr wert ist? Das gab es ja auch. 1923 war eine Trillion Mark irgendwie erschwinglich. Aber sie war auch wirklich nichts wert. Also Sie brauchen stabile Verhältnisse. Und wenn Sie stabile Verhältnisse haben, also eine Sicherheit im Staat und auch ein bisschen ein Geschick im Anlegen, dann besteht die Möglichkeit, dass Sie wenigstens ein bisschen etwas verdienen. Vielleicht 18 Trillionen nicht ganz, aber in die Richtung gehend. Das ist die Idee. Und das ist auch wirklich wichtig. Stabile Verhältnisse. Meine sehr verehrten Damen und Herren, jetzt zum Ende des Vortrags, und jetzt bin ich wirklich am Ende, darf ich Ihnen schon sagen, stabile Verhältnisse haben wir zum Beispiel hier im MedSpace geschaffen, weil wir schon 10 Jahre, ich hoffe es jedenfalls, eine gewisse Stabilität in der Qualität dessen bringen, was wir liefern. Jetzt brauchen wir natürlich auch eine Stabilität in unserer Unterstützung. Und das ist auch wirklich notwendig. Also auch wir brauchen ein paar Dukaten. Wir brauchen nicht einmal 18 Trillionen. Nicht einmal 18 Millionen. Nicht einmal eine Million. Nicht einmal eine halbe Million. Aber es ist trotzdem ein gewisses Geld. Und sozusagen, um das Reich des Prinzen wirklich durchzuhalten, braucht der Prinz natürlich auch die Möglichkeit, dass er Reis anpflanzen kann. Also wir brauchen auch die Möglichkeit, dass wir das weiterführen können. Nebenbei gesagt, braucht der Prinz selbstverständlich auch jemanden, der ihm dabei hilft. Also bei MedSpace ist es so, darf ich dich bitten, heraufzukommen, meine Frau, die das Ganze organisiert. Schon allein deshalb, weil die Damen und Herren in YouTube ja Sie nicht sehen, komischerweise nur mich, aber damit Sie jetzt Sie auch sehen, weil das ist das Management von MedSpace, das hier neben mir steht, und sie ist dafür verantwortlich, dass wir stabile Verhältnisse haben. Also ich bin der instabile Teil. Und wir hoffen sehr, dass wir die Unterstützung auch weiterbekommen, dass wir keine 18 Trillionen, keine 18 Millionen, keine Million, nicht einmal eine halbe, aber dass wir doch noch weiter existieren können. Sie wissen ja, die Zeiten sind nicht so stabil geworden, aber wir liefern in der Mathematik Nachhaltigkeit. Glauben Sie es mir, wir sind die nachhaltigste aller Wissenschaft, die Biologie hat da überhaupt keine Ahnung, wie nachhaltig unsere Sätze sind, und wir können auch Wertvolles liefern, und das Wertvollste, das wir dann liefern werden, sind, dass wir Geheimnisse offenbaren allen Menschen, obwohl Geheimnisse natürlich auch manchmal geheim bleiben müssen. NSA hört ja dauernd mit. Aber wie wir auch NSA überlisten können, das, meine sehr verehrten Damen und Herren, das verraten wir am 18. Juni. Es steht in manchen Foldern noch das Datum 11. Juni, aber der 11. Juni, da ist ein anderer Termin dazwischen gekommen, den können wir nicht halten. Wir müssen es auf den 18. Juni verschieben. Kommen Sie am 11. Juni, um etwas anderes im Museumsquartier zu erleben. Es gibt immer Dinge hier im Museumsquartier, nur hier halt keine Mathematik. Es gibt aber anderes. Aber kommen Sie am 18. Juni, um das Bessere, nämlich uns zu hören, und da sehen Sie dann, wie wir Geheimnisse einfach schaffen können, geheim halten können, entlösen können, und das alles wiederum mit Zahlen, die aus der Kälte kommen, denn die geheimen Botschaften, das sind die Botschaften, die der Spion, der aus der Kälte kam, hat. Und bis zum 18. Juni danke ich Ihnen für die Aufmerksamkeit, und ich hoffe, es hat Sie interessiert.